Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Warhammer 40k Dawn of War Soulstorm. Ich würde sagen, wir jockeln auf den nächsten Planeten, denn Planet Nummer 2 gehört uns schon. Und das ist das Gebiet, die Halbinsel Iselut. Nachschublinien ignorieren. Das ist nett. Ist für uns jetzt aber nicht so mega relevant. Aber nun gut. Stärke 15, das ist viel. Warum kann ich nicht angreifen? Hallo, ich bin doch da, ne? So, bewegen kann ich mich. Achso, Moment, stopp, da muss ich hin. Ich war im falschen Gebiet. Sorry, wir müssen erstmal zur Tristram-Ebene. Ich habe mich schon gewundert, warum da Stärke 15 ist. Aber gut, okay. Wir kriegen hier lediglich das Portal, 25 zusätzliche Anforderungspunkte. Das klingt für mich nach einem guten Deal. Warte noch mal ganz kurz. Genau, die Armee ist da, deswegen... Die Ehrengarde ist ja scheinbar nicht so stark präsent, aber ich werde trotzdem mal ein bisschen mehr raushauen und alles an vorgeschobener Basis nehmen, was wir kriegen können. Einfach, damit wir da safe sind. Flüstern hören? Was soll das? Was Imperator flüstern hören? Das ist quasi die Warhammer-Version von Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen. Wir kennen keine Furcht. Wir befehlen Angst und Ehrfurcht. Ich bin dem Imperium geweiht. Komm, geh an meiner eine Seite. Gute Entscheidung. So, da haben wir noch einen. Den wir einnehmen. Haben wir hier noch was? Nee, nur sehr viel leeres Gebiet und Angriffsfläche. Das finde ich nicht schön. Ich erwarte Untertänigkeit. Aber nun gut, das hilft nichts. Unter dem Vorwand der Unschuld wird meine Zeit vergeudet. So, her mit dem Horchposten. Von wahren Doktrinen soll man niemals erledigt. Hupsa, Moment, jetzt habe ich hier gepennt. So, machen schon direkt das Upgrade. Hier schon mal direkt eine bessere Muni. Warte mal, ist das Ziel nur vernichten? Erobern und halten ist hier das Ziel ja dann. Ich bleibe rein. Gehen wir doch mal direkt weiter. Ich führe aus. Das ist jetzt heiliger Boden. Ich werde es erledigen. Wir gehen. Es ist der Imperator. Die Verräter müssen sterben. Es ist der Imperator, der uns zum Sieg führt. Ich bin ein Diener des Imperators. Gut, dass wir ihn direkt verjagt haben. Ich führe aus. Sofort. Na, wobei, mach du mal ein paar Plasma-Generatoren dahin. Bin ich ausgerüstet. Wow, warum rennt ihr denn hier weiter? Was soll denn das? Soll man niemals abweichen. Ich werde mich meine Zeit vergeuden. Zack, einmal angucken den Guten. Oh, da sind doch hier ein bisschen viele Truppen. So, den Ding enden wir down. Hat der hier etwa schon seine Basis oder haben wir mehr als einen Gegner?
Doch fast beides, oder? Upsi! Da habe ich etwas gepennt. Ist mir aber gerade einigermaßen egal, weil wir hier ein Hauptquartier haben, das wir zerstören können. Da sollte die eigentlich hin. Ich erwarte untertänigst die Befehle. So, wir brauchen mehr Upgrades. Ich diene dem Imperator. Und die Fragmann-Granaten könnten wir brauchen. Helfen euch jetzt gerade hier nicht, aber nehmen sie natürlich trotzdem alle mit. Oh, 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 da kommt gleich noch ein Dicker raus. Da einmal ganz schnell intervenieren. Oh, da ist auch schon die Dicke. Dazu. Nein, das wollte ich. Und du nimmst den hier bitte. Ah, nee, das gehört ja uns ja gar nicht mehr. Bah. Was gibt es? Und so ein Celestia-Trupp auf jeden Fall dazu. Der Maschinengeist. Von wahren Doktrinen soll man niemals abweichen. Aber wisst ihr was? Warte mal, ich habe doch zwei Gegner, oder? Ja. Ich mache einfach die beiden Gegner platt. Das macht es mir wesentlich stressfreier. Füllen unsere Ränge. Ihr nehmt das mal ein. Von wahren Doktrinen soll man niemals abweichen. Niemand soll unbeschadet passieren. Überraschung, hier kommt die zweite Base. Ui, ui, da gibt es doch ein bisschen Härte aufs Maul. Was ist...
schon auf die Türmchen. Ihr nehmt da weiter ein, das finde ich gut. Ne, da ist Chaos, alles klar. Ja, komm, wir vor uns wird Nacht, wir machen erst den Horchposten da platt. Wird erledigt. Position gesichert. Bauprotokoll bestätigt. Wir werden im Kampf glänzen. So, nehmen wir den. Wir nehmen den da oben derweil ein. Und machen hier die Basis platt. Das ist immer eine richtig schön kurz und knackige Mission. Haut mal hier einen raus, komm. Komm ich gerade, ob ich alle drei Ziele halten muss oder ob zwei von drei reichen. Ja, komm her, so. Oh, ihr habt vergessen, mal die Energie ein bisschen zu pushen, oder? Ja, schlecht. So, der Counter läuft. Heißt, das Thema dürfte gleich durch sein. Von wahren Doktrinen soll man niemals abweichen. Die Heretiker sollen brennen. Hatte den hier sich auch gekrallt, oder? Nee, hat er nicht. Okay. Ja, da ist aber noch was. Und da auch? Das ist ja frech. Ja, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wer jetzt hier das Ding gewinnen wird. Vollständig. 6 Minuten bis zu einem Erobern und Halten Sieg. Wir werden im Kampf glänzen. Niemand steht außer Verdacht. Die Besten füllen ja, unsere Ringe. Du holst dir mal den. Du holst dir mal den. Eine gute Entscheidung. Führt uns der Imperator. Ihr holt euch mal den. Ihr holt euch den. Nicht, dass wir das irgendwie noch brauchen, aber... Viele streben danach. Wenige schaffen es. Wir sammeln jetzt einfach mal alle Stellungen ein. Sind wir verloren. So, der Spieler wurde besiegt. Nice. Bereit. 5 Minuten bis zu einem Erobern und Halten Sieg. Gut, das wird jetzt ein relativ kurzweiliges Intermezzo jetzt hier noch werden. Das ist jetzt heiliger Boden. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Der Imperator, ich werde es erledigen. Diesen Ort übergeht. Sturm führt uns der Imperator. So, nehmen wir einfach mal alles nach und nach ein.
Wir werden im Kampf gelassen. Das Ziel eingenommen. Erobert diese Stellung. Wir haben das Stück Land erobert. Ohne Hingabe sind wir nichts. Niemand darf wieder den Willen des Imperators handeln. So, jetzt hast du nur noch Zeit absitzen. Nice. So ist das Ganze doch recht entspannt. 4 Minuten bis zu einem Erobern und halten Sie. Strategischer Punkt. Eingenommen. Erobert die Stelle für den Imperator. Imperator, ich habe heiligen Boden daraus gemacht. Ohne Hingabe sind wir nichts. So, wie schaut's bei euch aus? Zu den Hymnen. Ach, ihr habt den schon, ja, cool. Umso besser. Diese Position wird gesichert. Hä? Wir haben das Stück Land erobert. Wart ihr doch nicht fertig? Okay. Was gibt es? Ohne Hingabe. Niemand steht außer Verdacht. Geben wir noch ein bisschen sinnlos Geld aus. Position gesichert. Was haben wir noch? Drei Minuten bis zu einem Erobern und halten Sie. Wir erobern für das Imperium. Ja, guck mal, da kommen noch ein paar. Zack. Ohne unseren Glauben würden wir verlieren. Ach, Mist, da habe ich einen vergessen. Ich wollte gerade sagen, schaffe ich es vielleicht wirklich alles einzunehmen? Niemand steht außer Verdacht. Ich habe heiligen Boden daraus gemacht. Hier, geht einmal bitte dahin. Vom Blitz bis zum Sturm führt uns der Imperator. Wir haben das Ziel eingenommen. Ach, guck mal, da ist noch einer. Wird meine Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. So, Moment, ihr einmal bitte zurück. Niemand darf zwei wieder Minuten den Willen bis zu einem Erobern. Ach, guck, wir hätten nur noch das machen müssen. Ja, Mensch, so schnell kann's gehen. Sieg auf ganzer Linie. So gefällt mir das. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Zug. Sehr gut, die Armee ist nicht da. Das heißt, wir können beim nächsten Mal theoretisch die Chaosfeste angreifen. Aber ob wir das machen, schauen wir mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.